Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 mit dem FC Bayern München. Ja, die letzten zwei Parts waren wir mit Schweden unterwegs, aber jetzt sind wir wieder zurück bei den Bayern. Und hier steht uns auch schon ein enorm wichtiges Spiel, und zwar im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Hannover 96. Und ich sage, gehen wir gleich zum Spiel. Und zwar, ich will jetzt kurz was ansprechen, bitte hört zu, bevor ich jetzt ins Spiel reingehe. Und zwar, irgendwann wird das Let's Play ja mal vorbei sein, also wir sind jetzt ein paar 44, glaube ich, oder 43, und irgendwann wird die Saison vorbei sein. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr nach der Saison sehen wollt, weil ich habe ja eine mit Dortmund und eine mit Bayern. Und ich muss immer daran denken, irgendwann wird auch FIFA 14 wieder rauskommen, also der Nachfolger von dem Spiel. Und ich weiß nicht, wie ich das machen werde, ob ich jetzt mit beide weitermachen werde oder nur mit Bayern. Ich habe auch eine Idee, und zwar, dass ich sowas wie eine Spieltagprognose mache. Hört sich jetzt komisch an, aber ich habe jetzt so vor, dass ich jetzt angenommen, wenn die Rückrunde jetzt losgeht, dass ich mir bei jedem Spieltag drei Spiele raussuche und die eben spiele. Also drei Spiele, dann kommen pro Woche drei FIFA-Parts oder eben die drei Spiele. Die werden immer kunterbunt rausgeholt, also da seht ihr dann alle eure Mannschaften mal, weil ihr habt mir ja viele geschrieben, ja, mach mit Schalke eine Karriere, mach mit Wolfsburg, mach mit Mainz, mach mit Hannover und, sehr viele, mach mit Hamburg natürlich, aber... Ich kann nicht mit alle machen, weil sonst ich werde dann immer fertig, bis FIFA 14 kommt. Deswegen wollte ich euch fragen, was ihr davon haltet mit der Prognose. Ich würde eben da jeden Spieltag drei Spiele raussuchen. Die werde ich dann, bevor der Spieltag halt losgeht, hochladen. Es würden jetzt nicht immer Bayern und Dortmund sein. Nee, es kommt doch mal Hamburg dran, es kommt doch mal Augsburg dran, Hannover. Ich werde da immer kreuz und quer durchwechseln, immer ein Spitzenspiel, und dann schaue ich mal, was die interessanten Spiele sind. So, aber jetzt habe ich genug gelabert, würde ich jetzt sagen. Hier seht ihr die Aufstellung. Ich habe Balotelli im Sturm, sonst eigentlich Standardaufstellung. Unsere Spieler sind alle von ihren Nationaleinsätzen heil zurückkommen. Das freut uns. Aber jetzt haben wir genug gelabert. Schickt mir die Teams mal auf und endlich geht's los. Und damit geht es los. DFB-Pokal Halbfinale steht an. Der FC Bayern München empfängt zu Hause in der Allianz Arena Hannover 96. Ein wichtiges Spiel für die Bayern, weil die wollen natürlich diesen Pokal gewinnen. Es sind ja nur noch vier Teams dabei. Wir, Hannover 96, Schalke und Augsburg. Schalke und Augsburg eben im anderen Spiel, die spielen aber erst morgen. Ergebnis werde ich nach dem Spieltag, also nach dem Spiel hier nachliefern. Hier sehen wir die Teams. Allianz Arena natürlich wieder restlos ausverkauft. Hier die Aufstellung. Boateng ist gelb vor Belasche. Okay, auf dem müssen wir ein bisschen aufpassen, dass der uns seit dem Finale fehlt. Aber der sitzt eh momentan nur auf der Bank. Genauso wie Mario Mandzukic. Aber wir haben genug gelabert. Hannover Anschluss, und damit geht's los. Halbfinale. Und die Bayern, die müssen das Ding hier eigentlich gewinnen, weil in der Bundesliga, da lief es ja die letzten Spiele jetzt nicht so souverän. Und hier war... Foulspiel auf der Außenbahn. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Habe mich gerade gewundert, was er jetzt wieder pfeift. Ob er schon wieder Elfmeter pfeift. Neu hier unsicher, aber kann ja schon mal klären. Und die Bayern kommen über Bartschuber. Der zu Thomas Müller. Müller geht jetzt über den Flügel. Da müsste Ribéry mitgehen. Geht Ribéry mit? Ja, Ribéry geht mit. Und Müller ist schnell. Müller ist schnell. In der Mitte ist Ribéry. Guter Ball auf Ribéry. Franck Ribéry. Und Ziele hält eine Riesentat von Ziele. Mein Gott, das war schon eine Riesenchance für Franck Ribéry. Ja, mit dem Kopf ist er nicht so gut. Der kleine Franzose. Hannover kommt, da wird sofort wieder gestoppt. Jetzt über Martinez. Die Bayern kommen. Shaqiri verliert ihn hier. Kämpft sich aber klasse zurück. Aber da war doch schon die Riesenchance von Franck Ribéry. Aber da steht ein klasse Mann hinten drin. Bei Hannover 96. Aber jetzt Balotelli. Der war schwach. Aber Müller vielleicht mit dem Nachschuss. Nein, kommt nicht hin. Ja, Ron Robert Ziele hinten bei Hannover 96 drin. Hat er auch schon mal für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Ah, die Bayern kommen schon wieder über. Balotelli. Balotelli zieht ab. Ah, da kommt er nicht durch. Da stehen zu viele Grüne im Weg. Und der Befreiungsschlag. Vielleicht einen Konter. Ja, Kunan, kommt er da hin? Nein, da kommt er nicht mehr hin. Bayern kriegen den Einwurf. Ausgeführt auf Shaqiri. Der zu Müller. Müller sieht Martinez. Er spielt zu Balotelli. Balotelli oben sieht der Schweinsteiger. Ah, der hätte weiterlaufen sollen. Er bricht Schweinsteiger seinen Lauf ab. Und Ziele kann ihn dann locker aufnehmen, den Rückpass. Ja, natürlich, die Bayern, die wollen hier unbedingt gewinnen, weil der große Konkurrent Borussia Dortmund ist ja schon früh ausgeschieden. Ich glaube, in der zweiten Runde sind die schon raus.
Und deswegen, ja, es ist eigentlich nur Schalke, das einzige große Team neben uns dabei. Und jetzt Shaqiri, Sherdan Shaqiri zieht ab, abgefälscht. Und Ziele nimmt ihn wieder locker auf. Also Hannover beginnt doch etwas defensiv, weil die stellen sie hin gut rein. Gut, vorne haben sie natürlich keine schlechten Stürmer mit Yakunan und Diouf. Ich weiß gar nicht, ob Diouf bei denen überhaupt heute spielt. Aber die Bayern kommen schon wieder über Shaqiri. Sherdan Shaqiri, über den geht heute schon wieder richtig viel. Jetzt zu Müller. Müller, ah, den verspringt hier der Ball. Aber Hannover kann sich nicht befreien. Die Bayern bleiben sofort im Ballbesitz. Shaqiri zu Ribéry. Ribéry zieht ab und da fällt das 1-0. Franck Ribéry, 19. Minute, 1-0 für den FC Bayern München. Das hat sich angedeutet. Die Bayern haben gedrückt. Hier Shaqiri zieht Ribéry. Und er nutzt die Lücke eiskalt aus und hämmert das Ding rein. Keine Chance hier für Ziele an den Ball zu kommen. Damit steht es in der 19. Minute 1-0 für die Hausern, für die Münchner. Und das ist doch das, was die Bayern wollten. Eine souveräne Führung. Gut. Eine schnelle Führung nach, ja, 20 Minuten jetzt. Und jetzt können sie ihr Spiel machen. Weil jetzt muss Hannover natürlich kommen. Die können sie jetzt nicht hinten drin verstecken. Aber die Bayern kommen schon wieder über Balotelli. Balotelli sieht der Schweinsteiger. Schweinsteiger zu Ribéry, zu Alaba. Jetzt spielen die Bayern gut rum. Zurück zu Ribéry. Aber da geht die Hannover Abwehr dazwischen. Aber die Bayern stehen heute recht offensiv, muss man sagen. Also die Abwehr reinkommt früh. Die kommen kurz nach der Mittellinie schon. Und Hannover kriegt hier den Einwurf. Lahm geht da drauf. Verliert aber den Zweikampf. Shaqiri gegen Panda. Sieht auch nicht gut aus. Da war ein Foul. Und jetzt guter Pass hier, aber Neuer nimmt den auf. Da war da Silva Pinto. Was da Silva Pinto heißt der, okay. Da war er dran, aber Neuer, klasse. Hat er aufgepasst, der erste Tat hier in diesem Spiel. Und die Bayern kommen über Balotelli. Da läuft Müller, höher Ball auf Müller. Thomas Müller ist frei. Thomas Müller und Ziele mit Glanztat. Schwach platziert hier von Müller und Ziele, klasse Reflexe. Jetzt Ecke von Shaqiri, da kommt Bartstuber hin. Nein, da kommt er nicht hin. Und die Hannover-Leute versuchen sie ja erstmal zu befreien über Panda. Panda gegen Ribéry. Oh, kleine Franzose wird hier stehen gelassen. Und da ist wieder da Silva Pinto. Aber die Bayern kommen sofort wieder im Ballbesitz über Ribéry, Müller. Und jetzt werden wir das Spiel mal ein bisschen sicher machen. Balotelli verliert ihn hier zwar wieder. Hoher Ball in die Spitze. Aber da ist Bartstuber und der köpft ihn erstmal ganz souverän weg. Ja, ein temporeiches Spiel, muss man sagen. Also die Bayern gehen doch ganz gut drauf. Hannover mittlerweile, oh, der Ball kommt nicht an zu Balotelli. Aber Balotelli rennt da nur in der Ecke, kommt da hin und holt einen Eckball raus, oder? Müsste eigentlich nur Ecke geben. Ja, Eckball, so. Ich will jetzt mal wieder einen Eckball reinmachen, wisst ihr das? Ich werde es mal direkt. Probieren wir es einfach mal. Oh, der war gar nicht so schlecht. Das wäre natürlich geil, meine direkte Ecke. Jetzt die Ecke kommt gut auf Dante, da kommt Bartstube, aber der geht vorbei. Und dann können die Hannover Leute erstmal hin rausklären. Yakunan hier im Blickpunkt, 8 Saisontore. Ja, Yakunan ist echt nicht schlecht. Also von dem bin ich auch in echt für die den jetzt schlecht. Jetzt Lahm, Müller, Müller. Aber jetzt wird's eng und da verspringt die leicht der Ball. Die Hannover Leute können schon wieder kommen. Aber sofort gestoppt. Klasse hier, aufgepasst von Bartstube. Ja, Hannover muss natürlich jetzt auf den Ausgleich drängen, weil wenn sie das nicht machen, dann schießen die Bayern bald das zweite und dann war es für Hannover. Gutes Zusammenspiel jetzt. Balotelli, hoher Ball auf Shaqiri. Shaqiri. Ja, Panda zieht ihm da noch davon und dann kann die Ziele locker aufnehmen. So, 40 Minuten sind gespielt. Bayern führen immer noch 1 zu 0. Ja, eigentlich verdient, kann man sagen, weil Hannover, die Bayern wirklich offensiv aktiver. Haben die besseren Chancen, haben die mehr Chancen. Und sie kommen schon wieder. Jetzt Balotelli, Balotelli. Shaqiri versucht sie hier durchzusetzen. Aber Balotelli versucht selber. Klasse, der Mann. Mario Balotelli. Verbeugt sich. 42 Minute. 2 zu 0 für die Bayern. Mario Balotelli setzt sie da klasse gegen die zwei Leute durch. Hat sie mir eiskalt vernascht. Einfach durch die Mitte und dann das Ding lässt er sich natürlich nicht entgehen gegen Ziele. Damit steht es 2 zu 0, 42. Minute, 2-0 Bayern. Und die Fans, die feiern natürlich hier wieder. Ja, Balotelli, echt ein guter Stürmer, finde ich. Ich mag den echt. Gab ja neulich, also in Wirklichkeit, einen kleinen Zwischenfall bei ihm, weil da hat
Der Man City Trainer Mancini oder Mancini oder wie er den ausspricht, Mancini glaube ich, hatten ja da ein bisschen angegangen, sagen wir so. Er hat ihm keine Ahnung, er hat ihm keine runtergeschlagen oder so. Er hat ihm halt am Kragen gepackt oder irgendwie so, hat es in der Bildzeitung zumindest ausgeschaut. Ja, kam aber jetzt nichts mehr auf Seiten, bis jetzt zumindest aktueller Stand heute. Balotelli wieder klasse durchgesetzt, diesmal hat er wieder Ziele und kommt da Ribéry hin, da kommt er noch hin. Jetzt Ribéry, Ribéry, sieht hier wieder Balotelli. Kommt wieder selber zum Ball, guter Schuss. Hannover kommt hinten nicht raus. Schweinsteiger bleibt noch im Ballbesitz, zieht ab, aber der war harmlos. Damit ist die Nachspielzeit von der ersten Halbzeit abgelaufen. Ziele hat der Ball, würden jetzt weit ins Feld einschlagen und der Schiedsrichter pfeift ab. Er pfeift die erste Halbzeit ab. Die Bayern führen verdient mit 2:0 gegen Hannover 96. Das Finale ist zum Greifen nah. Ja, Ribéry, Balotelli, die Torschützen. Hier, die Spieler gehen in die Kabine. Dann können wir ihnen doch mal eine Pause. Das war die einzige Unsicherheit eigentlich von Manuel Neuer. Aber sonst lief das Spiel eigentlich größtenteils nur aufs Hannover-Tor. Gut, hier war es nochmal gefährlich, aber das war eigentlich die gefährlichste Aktion von Hannover. Irgendwas 2-0, aber das haben wir auch scheiß gesehen. Hier sehen wir es. Von Hannover kam nicht viel. Ja. Außer der eine Kopfball da von Pinto. Aber sonst war nicht viel los. So, dann würde ich sagen, gehen wir doch letzte zweite Halbzeit. Die werden wir jetzt auch noch rumbringen. Bayern hat Anschluss und die führen souverän mit 2:0 zu Hause gegen Hannover 96. Und die kommen schon über Ribéry. Ribéry, da ist Müller, Thomas Müller. Balotelli, Balotelli mit einer Drehung wieder durch. Balotelli, oh, den verzieht er aber heftig. Den wollte er locker reinmachen, aber dann geht er doch deutlich am Tor vorbei. Und somit bleibt sie beim 2:0 für die Bayern. Jetzt wieder weiter Abschluss von Zieler. Aber sofort gehen die Bayern wieder dazwischen. Also bei Hannover geht halt wirklich nicht viel. Die Abwehr, die sieht ja auch nicht gut aus gegen Franck Ribéry. Jetzt, wenn Balotelli jetzt starten wird, startet, aber da kann Hannover dann doch noch klären. Und jetzt kommen sie über Pinto. Da ist Abdelaue. Okay, dann spielt die Juve heute gar nicht. Wie in der ersten Halbzeit mal irrtümlich gemeint habe. Abdelaue, der war der eigentlich nicht mal bei Frankfurt. Kann das sein? Irgendwie habe ich was mit Frankfurt bei dem in Hintergedanken. Balotelli wird hier rangenommen, aber kriegt die hier wieder. Jetzt Balotelli aus der Distanz, kommt gut, geht drüber. Ja, ich glaube Abdelaue war mal bei Frankfurt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ihr kennt es ja ganz gut aus in der Fußballwelt. So, und jetzt ein weiter Ball von Ziele, aber sofort wieder Bayern. Also Hannover, ich glaube in der 2. Halbzeit noch kein einziges Mal in der Nähe vom Bayern-Strafraum. Jetzt Ribéry mit einer Flanke, da ist Müller, aber da kommt nicht hin. Da kommt er nicht hin. Ja, in Wirklichkeit hat ja Bayern in der Transferzeit schon zugeschlagen. Und zwar haben sie Kirchhoff. Kirchhoff heißt er, glaube ich. Von Mainz, das ist ein Innenverteidiger, den haben sie geholt. Der kommt zumindest im Sommer. Also der kommt jetzt nicht gleich in der Winterpause, aber im Sommer wird er kommen. Habe ich es nicht ganz verstanden, warum. Und jetzt Franck Ribéry, Ribéry legt wer auf Balotelli und da ist das 3:0. 58. Minute, 3:0 für den FC Bayern München. Mario Balotelli mit seinem Doppelschlag. Ja, Ribéry ist nicht eigensinnig. Ribéry legt quer und da ist Mario Balotelli. Klar, Ribéry hätte es auch selber machen können, aber warum denn? Balotelli hat ja klar, leichtes Spiel, leeres Tor vor sich. Ich muss einfach nur reinschieben. Und damit steht es hier 3:0 in der Allianz Arena. Und das ist wohl Finale. Ja, die Leute, die auf den Rängen, die feiern Charlie. Aber hier Jakunan, aber den kommt nicht hin. Das war ein gefährlicher Ball. Ja, die Leute, die feiern auf der Tribüne schon. Finale, Finale, tönt es überall. Das ist natürlich jetzt wieder endlich. Sie wollen natürlich endlich einen Titel. Nach zwei titellosen Jahren wollen sie endlich mal wieder zumindest einen DFB-Pokal. DFB-Pokal ist Pflicht, die Meisterschaft. Oh. In der Champions League sieht es natürlich ein bisschen schwerer aus. Da haben wir jetzt im Viertelfinale Stimme und haben Juventus Turin als Gegner gezogen. Das wird ja im nächsten Part dann das Hinspiel kommen. Es wird auf jeden Fall schwerer als heute hier werden, so wie kann ich euch mal versprechen. Und die Bayern kommen schon wieder über Ribéry. Also die haben jetzt wirklich Spaß am Spiel hier. Zu Müller, Müller, sieht die wieder Balotelli, Balotelli. Ah, diesmal schmeißt sie wieder. Wer ist denn mit dem Lockenschopf bei denen? Mir schaut es voll so aus, als hätte der Lockenschopf. Ah, die wird den Ballbesitz haben. Ja, Philippe ist es. Okay, der sagt mal gleich gar nichts. Bei Hannover sagen wir jetzt nicht so viele Spieler was. Klar, Huschi, Kenny,
Und Hagui. Und jetzt kommt wieder Balotelli. Und das ist das 4:0. 67 Minute. Mario Balotelli. Hier ist alles gelaufen. Die Bayern machen sich jetzt nur schöne Festtage. Hier umarmt irgendjemand. Verstehe auch nicht so ganz. Ja, so ist das Torschießen natürlich leicht gemacht. Oh, da sieht Ziel aber auch nicht gut aus. 4:0 für die Bayern. 67 Minuten gespielt. Da würde ich sagen, da wechseln wir doch gleich mal ein bisschen aus. So, bringen wir mal Müller. Tu mal raus für Kroos. Neymar schon noch ein bisschen. Can bringen wir für Schweinsteiger. Und für Shaqiri bringen wir mal Marco Reus. 4:0 im Halbfinale. Hier ist alles gelaufen. Bayern steht somit im Finale. Glückwunsch. Schauen wir mal, wer der Gegner wird. Werdet ihr auch am Ende vom Spiel, werdet ihr den bekannt geben. Oder besser gesagt, bekannt geben. Ihr werdet halt zeigen, wen sie uns zugelost haben. Ja, dann hoffen wir mal, Schalke gegen Augsburg ist ja das andere Spiel. Na, ich hoffe, vielleicht gibt es ja das bayerische Derby. Wäre interessant. Schalke gegen Bayern gegen Augsburg im DFB-Pokalfinale. Aber ich würde fast schätzen, dass Schalke wird. Und hier nochmal die Chance. Guter Kopfball. Aber geklärt von Manuel Neuer. Das war jetzt immer gefährlich. Und Balotelli kommt wieder. Und Balotelli ist auf und davon mit Eindrehung. Hagui alter hinterher. Philippe alter hinterher. Keiner kommt hinterher. Und dann verschießt er. Gute Chance für Balotelli, hier sein viertes Tor zu machen. Aber wer vergibt? Das war knapp. Zweiter Ball, aber Bayern kommt schon sofort wieder im Ballbesitz. Aber jetzt ein Fehlpass von Emre Can. Stindl, da Silva, Stindl. Oh, ist gutes Zusammenspiel. Vielleicht bahnt sie jetzt noch ein bisschen Gefahren. Damit wieder Pinto. Pinto zieht ab. Aber Martinez steht da im Weg. Die Bayern können wieder kommen. Über Balotelli. Balotelli. Und da ist Ribéry frei, aber der war gleich mal abseits. Ja, das war abseits. Da ist er zu früh gestartet. Wie gesagt, die haben ihn zu spät gesehen. So, Hannover will jetzt auch noch wechseln. Panda geht anscheinend raus. Ja, zu Hannover kann man jetzt nicht so viel sagen. Schulz kommt. Weil Hannover hat, ja, Bayern hat heute echt wieder einen guten Tag erwischt. Und gegen die Bayern, wie sie heute wieder gespielt haben, da werden auch die großen Teams ihre Probleme in der Champions League kriegen. Und ich komme schon wieder über Ribéry. Ribéry kann anziehen, passt aber jetzt erstmal zu Toni Kroos. Kroos verliert den Ball und erstmal abgegrätscht. Und es gibt 1 Uhr für Hannover 96. Ja, wie lange ist denn noch zu spielen? 10 Minuten, oder? Wir werden jetzt einen voneinander, die jetzt. Schlauderauf kommt für Huschi. Der Ex-Mündner hat ja mal eine oder zwei Saisons bei Bayern gespielt, oder? Ich weiß nicht, eine war es, glaube ich. Jan Schlauderauf. War nicht so erfolgreich, ist dann zu Hannover 96 gegangen und da ist anscheinend erfolgreicher. Gut, heute auch nur auf der Bank, also. Aber die Juff, dass er die Juff nicht bringt, das wundert mich eigentlich. Jetzt Jakunan gegen Lahm und dann gibt es einen Wurf. Klasse gemacht hier von Philipp Lahm. 15. Saisontor von Franck Ribéry. Ja, er ist auch Weltklasse drauf in der Saison. Jetzt wieder Jakunan gegen Lahm. Ja, die tändeln jetzt den Ball oben nur rum. Lahm beschwert sich hier und kriegt den Freistoß. Okay, da ist er anscheinend angegangen worden von Jakunan. Die Bayern bauen das Spiel wieder auf über Toni Kroos. Da ist Franck Ribéry. In der Mitte läuft Emre Can mal mit. Ja, Emre Can verliert ihn, aber klasse wieder auf Ribéry. Ribéry, Vorlage auf Balotelli. Balotelli wollte mit einem eleganten Lupfer und dann kommt Ziele doch noch hin. Und jetzt gibt es Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Ich habe es nicht genau gesehen. Irgendwo war wahrscheinlich ein Handspiel, schätze ich jetzt mal. Auf jeden Fall gibt es Elfmeter für die Bayern. Ziele beschwert sich jetzt zwar noch, aber Schiedsrichter sagt alles klar. So, wem schenkt man jetzt das Tor? Martinez will. Martinez, machen wir Ribéry. Ich weiß gar nicht, wem schenkt man das jetzt? Reus. Reus ist erst gerade gekommen. Mach mal Reus. Komm, Marco Reus. Oder nee. Reus wäre lame. Ribéry. Franck Ribéry. Der hat heute gut gespielt. Der verdient sich nur Tor. Jetzt Franck Ribéry gegen Ziele. Eiskalt. 85. Minute. 5:0 für den FC Bayern München. Eiskalt oben reingehämmert. Ziele spekuliert auf die Mitte. Aber Franck Ribéry bleibt eiskalt vom Punkt. Und hämmert das Ding rein. 5:0 für die Bayern. Heute ist wieder ein Schützenfest am Start. Hinten steht die Null und vorne fallen die Tore wie am Laufband.
Ja gut, Hannover ist halt wirklich unter die Räder kommen, kann man sagen. Also wie den Foul an Philipp Lahm. Viel haben die Hannover Leute heute nicht zusammengebracht. Aber gegen die Bayern-Mannschaft ist auch nicht leicht zu bestehen. Und jetzt Balotelli wieder im Laufduell. Na, er hat mittlerweile keine Kraft mehr. Gut, es war ein langes Spiel für ihn. Er hat 3 Tore gemacht. Gut, heute gab es eigentlich nur 2 Torschützen bei einem 5:0. Zweimal Ribéry, dreimal Balotelli. Und die Nachspielzeit wird jetzt dann gleich angezeigt. Jetzt kommen die Bayern aber noch über Emre Can. Emre Can ist durch, wird verfolgt von Pinto, der zieht nochmal ordentlich. Emre Can die Chance zum 6:0, vergibt sie. Aber da ist ein bisschen gezogen worden, also. Ja. Pinto hat das schon gescheit gezogen, der hätte schon gelb geben können, aber. Egal, bei den 5:0 mögen wir uns mal nicht beschweren. Wenn es hier 0:0 steht, dann wird das natürlich ein interessantes Thema, aber. So steht es hier 5:0 und Ribéry kommt schon wieder. Franck Ribéry, der hat heute auch seinen Spaß mit den Hannover-Leuten aus der Abwehr. Und jetzt gibt es nochmal Eckball. Es gibt nochmal Eckball. Reus mit der Ecke. Vielleicht machen wir jetzt noch ein Eckballtor. Da kommt Dante. Kommen die hin. An der Ecke sind wir echt harmlos. Jetzt nochmal vielleicht die Chance. Jakunan, da habe ich nicht aufgepasst. Jakunan gegen Lahm. Lahm muss da hinterher. Oh, Jakunan ist schnell. Jakunan ist schnell. Da eilt jetzt hinterher Alaba. Alaba kommt noch dazwischen. Klasse gemacht. Da ist doch nur ein Hauch Gefahr gekommen, dass die Null wackelt, aber das Spiel ist aus. Die Bayern gewinnen hochverdient mit 5:0 zu Hause gegen Hannover 96. Somit stehen sie im Finale des DFB-Pokals. Alle jubeln sie, die Fans jubeln, die Bayern jubeln, ich jubel. So soll es sein. War da gerade ein Feuerwerk? Keine Ahnung, im Hintergrund habe ich gerade das Knallen gehört. Ribéry, heute bester Spieler des Tages, Balotelli? Ja, fast. Sonst Shaqiri war gut, Müller war gut. Klar, bei dem 5:0, da ist die ganze Mannschaft gut. Gut, 3 Chancen haben die Hannoveraner gehabt. Da gehen wir weiter. So, wir sehen auf der anderen Seite, Schalke gegen Augsburg ist noch nicht gespielt. Aber sobald die jetzt vorsimuliert, dann wird das auch gespielt. Und zwar, Neymar zeigt sich. Ja, gut, er hat jetzt im letzten Spiel nicht gespielt, aber wahrscheinlich gegen Juve im nächsten Part. Wir ihn aufstellen und jetzt schauen wir kurz rein. DFB-Pokal. Die haben immer noch gespielt. Okay, das ist jetzt blöd. Ach komm. Die spielen erst am 27. Okay, dann werde ich es erst am Ende vom nächsten Part zeigen. Auf jeden Fall wir im Finale, das ist klar. Okay, aber dann würde ich sagen, ich bin im Part hier. Im nächsten Part steht uns ja das Champions League Viertelfinale Hinspiel an. Hier ist EA schon wieder zusammenbrochen. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich bin im Part hier. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bewertet. Und wenn ihr auf keinen Fall. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn ihr auf keinen Fall das Hinspiel in der Champions League gegen Juventus Turin verpassen wollt, dann könnt ihr mich abonnieren. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.